So. Wieder eine kleine Runde. Ich muss jetzt mal wissen, was ich letztens gemacht habe. Ja, stimmt. Wir sind jetzt zum ersten Mal beim Schiff angekommen. Können wir erstmal direkt die ganzen Aufrufezeichen ansprechen. Also ich verkaufe Waffen und Schilde. Kaufen wir mal. Gucken wir mal, was es denn gibt. Was Gutes. Das wäre für Dorik gut. Aber ich weiß nur nicht, ob wir schon alles sehr schnell verschwenden sollten. Mit verschwenden meinte ich nicht so viel. Nicht so schnell ausgehen sollte. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten, weil wir haben nicht so viel Kohle. Was können wir eigentlich verkaufen? Das sind alles nur Zutaten, aber... Ach so. Ich weiß nicht, ob man das braucht, aber... Ne, dann. Obwohl, ne, behalten wir noch. Wir behalten das noch. Was macht sie? Hallöchen, mein Lieber, willkommen im Kugelladen. Weißt du, was mit den Kugeln auf sich hat? Das sind neumodische Dingerchen, die Eila erfunden hat, um die Rüstung zu ersetzen, die die Leute bisher getragen haben. Wenn du sie anlegst, erhöht sie nämlich deine Abwehrkraft. Und nicht nur das, manche von ihnen haben noch andere aufregende Zusatzeffekte so zu bieten. Weil du aber jeweils immer nur eine anlegen kannst, solltest du behutsam auswählen. Wie dem auch sei. Du bist bestimmt schon gelangweilt von den ganzen Details. Warum kaufst du dir nicht einfach eine und probierst selber aus, wie sie funktioniert? Hm? Hello, Ducky. Hallo, Schätze. Willkommen, Kugelan. Bietet so viel Schutz wie eine. Dann könnten wir die Lederkugel ja... mehrmals kaufen. Ja. Natürlich erstmal Rita. Kann man irgendwie nicht mehrere kaufen? Yes. Letuschen. Ja. Kaufen wir erstmal das hier. Das dann, Dorik. So. Schauen wir doch mal. Ayla. Ich bin gerade so verwirrt, ne? Das ist irgendwie kacke gemacht, aber egal. So, und dann der letzte. Und der letzte ist ja in diesem Fall Kirill. Sehr schön. See you soon. Gut, was will er? Willkommen an Bord, ich bin ein Forscher am Institut von Ingenua. Oder er war. Jetzt bin ich ein Besatzungsmitglied des Wolkenbrechers. Und ich habe die Ehre, dir eine kurze Führung geben zu dürfen. Keine Sorge, das dauert nur einen Moment. Vorne im Bug findest du die Brücke und das Cockpit. Auf der Brücke kannst du die Weltkarte einsehen, auf der du den Kurs zum nächsten Bestimmungsort festlegst. Die Tür links führt zu Hildas Heldenhort, wo sich deine Verbündeten versammeln. Dort stellst du die Gruppe zusammen, mit der du in den Kampf ziehen willst. Ich überlasse es am besten den Besitzern der anderen Geschäfte ihre jeweiligen Dienste anzupreisen. Warum siehst du dich nicht einfach um und sprichst mit ihnen? Ach ja, noch sind nicht alle Dienstleistungen verfügbar. Aber keine Sorge, wir sollten unser Bestes, wir tun unser Bestes, um alle Läden so schnell wie möglich, nur möglich zu öffnen. Okay. Danke dafür. Und was sind die? Sei gegrüßt, Hauptmann. Hast du mir Medaillen mitgebracht? Ich bin nämlich der Weltgrößte Medaillenliebhaber und Sammler und immer auf der Suche nach neuen glitzernden Prachtstücken, die ich meiner Sammlung hinzufügen kann. Solltest du dich entschließen, mir welche zu bringen, werde ich dich reichlich dafür belohnen. Meine Sammlung umfasst sagenhafte Objekte, die ich dir im Tausch anbieten könnte. Gut, da du nun schon einmal da bist, wirf doch einfach einen Blick auf das, was ich anzubieten habe. Ja? Welcome, welcome. Sei gegrüßt, Hauptmann. Hast du mir Mini-Medaille mitgebracht? Hoffentlich. Dann wollen wir einmal sehen. Wie es scheint, hast du im Moment eine Medaille in deinem Besitz. Faszinierend. Sollte es hier etwas geben, das du begehrst, so lass es mich wissen. Jetzt schauen wir mal. Das ist ein Rezept, okay. Wir warten noch. Farewell for now. Und das ist der Alchemist. Aha, ja, komm. Wir ignorieren das, wir lesen das mal nicht. So. Ja, du bist der Alchemist. Er hält schnell Gold. Ja. Sehr schön.
Ja. Do oh, fuck. Come again. And what can I do for you? Zubehörteile herstellen. Choose wisely. Nein, zurück. Das geht mir ein bisschen zu schnell. So. Schaden gegen fliegende Monster, blocken, explosiv, Explosionsresistenz. Nö. Nö. Bis jetzt gibt's nichts Interessantes. Do come again. Do come again. Und was bist du? Ach ja, das war ja, Captain. Stimmt. Ich hab dich von hinten nicht erkannt. Die Eis war Eila. Willkommen an Bord des Wolkenbrechers. Hihi. Ich liebe es, das zu sagen. Und wie gefällt es euch hier? Einfach umwerfen. Als wären wir in einer gewöhnlichen Stadt, nur eben hoch im, oben in den Wolken. Ich fühle mich fast wie im Traum. Ich begreife nicht, wie ein Gefährt von solcher Größe sich in der Luft halten kann. Was könnte es nur sein, das ihm erlaubt? Yes. Natürlich, der Generator. So ist es. Der Generator, den ihr beschützt habt, ist derselbe, der jetzt das Herz des Wolkenbrechers bildet. Thanks. Was heißt, dass dies alles hier nur... Ach, was heißt? Dass dies alles hier nur dank eurer Hilfe möglich war. Tapfere Hauptmänner, meine größte Erfindung wäre ohne euch nie vollendet worden. Neues. Wir wollten... Okay, erstmal noch zu ihr. Das ist wahrscheinlich für Aufbewahrungen. Ah ne, hallo Hauptmann. Willkommen im Postamt. Meine Aufgabe ist es, mich um alle Briefe und Päckchen... Ja, ja. Ja, ja. Nice. Ja, ja. Schön, euch ganz sein, Rita. Ich meine, ich lese mal das so. Okay, danke dafür. Ja. Ja, nee, das wird scheißegal. Dragobert. Und jetzt hier ist ein Geschenk drin. Du hast ein Paket erhalten, das eine schleimige Karte enthält. Eine schleimige Karte, okay. See you later. Okay. Wie es scheint, haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Aus allen Teilen des Reiches werden Angriffe durch Monster gemeldet. Aber warum tun sie das? Wir haben seit jeher friedlich zusammengelebt und auf einmal attackieren sie uns, wo sie nur können. Mehr als seltsam. Komm! Wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass es nicht nur Personen sind, die attackiert werden. In Ingenua hatten sie es auf den Generator abgesehen. Wäre das Ganze lediglich ein blindwütiger Amoklauf, dann hätten sie sich definitiv nicht auf ein solch strategisches Ziel konzentriert. Daraus folgt das. Die Kurzversion sollte reichen, vielen Dank. Was du damit sagen willst, ist, dass die Monster eine Art Missionsziel verfolgen, als sie uns attackieren. Attackierten. Yes. Ja. Es ist auch durchaus möglich, dass jemand sie unter seiner Kontrolle gebracht hat und zu seinem eigenen Nutzen manipuliert. Was auch immer der Grund sein mag, dies sind besorgniserregende Neuigkeiten. Dieses Rätsel muss um jeden Preis gelöst werden. Wir müssen herausfinden, was oder wer dafür verantwortlich ist, dass die Monster den Verstand verloren haben. Sehr schön. Alter, lesen Speedrun. So, ich wollte aber hier jetzt rein. Ich wollte auch, ich will mal neue Charaktere ins Team holen. Oh, die Musik ist schön. Alter, massiv. Breit. So, die hat aber auch, Alter, Mashallah, die Beine, Alter. Die kann aber jeden wegklatschen. Haha, ist großer Kitzel von Nerven, durch Luft zu fliegen. Lass uns mit Eile zum nächsten Zielort aufbrechen. Mit welcher Höhe von Flug sind wir wohl schwebend? Nein, darf ich nicht denken daran. Bitte meine Äußerung vergessen. Okay. Willkommen in Hildas Heldenhort. Hier dreht sich alles um deine Gruppe. Was heißt, dass ich Charaktere ein- und auswechsel und ihre Position in der Gruppe verändere? Da du schon mal hier bist, warum siehst du dich nicht einfach um? And what can I do for you? Und was kann ich für dich tun? Ja. Ich will... auch wenn ich Eila mag, ich will ihn dabei haben. Sarevna! Hier kommt Sarevna! Okay, die ist cool. Und Lucian tauschen wir auch aus. So. Ich mache das erstmal so, weil der eine kann ziemlich gut buffen. So, tauschen wir das mal so. Ja. Don't be a stranger. Don't be a stranger.
Ich finde auch die Charakterdesigns mega gut. Hallo, jeder auf dem Wolkenbrecher sagt, dass ich gut Geschichten erzählen kann. Deshalb hat man mich wohl auch damit betraut, deine Erinnerungen aufzuzeichnen. Sollst du einen deiner Triumphe wieder aufleben lassen wollen? Sag mir Bescheid und ich fange an zu erzählen. Du wirst dich fühlen, als wärst du wieder mittendrin im Geschehen. Wie geil. Nein, nein, keine. Das sind die Cutscenes dann anscheinend. Okay. Let's go. Hä, warte mal. Wieso wurde es nicht gewechselt? Well, hello. And what can I do for you? Ach, ich musste bestätigen. Upsala. My bad, man. Hier kommt Sarevna. Here comes Sarevna! Ich liebe diese sehr. I shall to gladly fight. How can I help? Don't be a stranger. Jetzt. Jawohl. Hier kommt Sarevna. Let's go. Okay, wir sollten mal direkt, anstatt lange zu fackeln, könnten wir direkt erstmal die nächste Mission annehmen. Nur fragt sich jetzt, wo kann man die annehmen? So. Über die Weltkarte hier werdet ihr bestimmen können, wohin der Wolkenbrecher fliegen soll, Hauptmann. Sie ist noch nicht ansatzweit, deshalb würde ich vorschlagen, dass ihr euch erstmal einmal noch ein wenig um mit den Leuten an Bord sprecht. Okay. Okay, hier gibt es nichts mehr zu sprechen. Vielleicht mit ihm noch? Nicht mal in meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorstellen können, dass das Institut an einem fliegenden Schiff arbeitet. Was würden wir ohne das Institut tun, Hauptmann? Okay, ich sprich mal mit dir. Captain! Habt ihr schon die Gelegenheit, habt euch vom modernen Komfort an Bord zu überzeugen? Es gibt hier auch noch einige nützliche Geschäfte und Einrichtungen. Ach ja, nicht zu vergessen, die Schatztruhen, die an verschiedenen Orten herumstehen. Findet ihr eine, könnt ihr euch gerne daraus bedienen. Nur keine Hemmungen. Ich weiß noch, wo eine war. Ich weiß noch, wo eine war. Und zwar hier. Pferdemist. Leider leer. Pferdemist? Ne, Krötenöl, okay. Also Fässer bieten auch was an. Gut zu wissen. Alter. Manchmal ist das Spiel nicht so flüssig und das bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen. Scharfer Zahn erhalten. Jawohl. Hier ist auch bestimmt was, jawohl. Alles meint. Oh, Kohle. Wie viel? 40 Geld, das war mehr als 40. Alter. Das war 100 pro mehr als. Oh, der, mit dem kann ich noch reden. Okay, mit Lucian. Leider leer. Auch leider leer. Und hier ist noch eine Kiste. Pferdemist, ja nice. So, Lucian, komm her. Ich glaubte, die gegenwärtige Situation weitgehend erfasst zu haben, aber erst hier an Bord hatte ich genug Zeit, mir den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Etwas Schreckliches trägt sich in unserer Welt zu. Okay. Ich sage es äußerst ungern, aber ja, du hast recht. Komm. Erinnerst du dich an unser Gelöbnis, Hauptmann? Du kannst es nicht schon vergessen haben, das Gelöbnis, das wir abgelegt haben, als Hauptmänner vereidigt wurden. Wir versprachen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun würden, um unsere Welt zu verteidigen. Ach ja, klar, natürlich erinnere ich mich daran. Bitte, um meinetwillen brauchst du nicht so zu tun. Wir legen einfach ein neues Gelöbnis ab. Hiermit schwöre ich feierlich, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um die Ursache für die Ereignisse zu identifizieren und unsere Welt zu retten. Ich werde alle nur Denkbare tun, um dieses Ziel zu erreichen, und ich werde mich nie dem Zweifel hingeben, egal was auch kommen mag. Yes. Abgemacht. Nice, Ehrenmann. Okay, hier waren wir schon. Darf ich jetzt nicht irgendwie eine Mission annehmen oder so? Weil ich hätte schon jetzt eine Mission. Stimmt. Alena. Das hat sie ja schon. Oh, nice. Nehmen wir. Ah, ich liebe die so sehr. Ihr Design ist so cool. So. Nice. Gehen wir für ihr. Und dann noch Stärke. Sie ist halt strong. Bald kaufe ich auch für eine Waffe für sie. Aber alles mit der Zeit. Alles mit der Zeit.
Kirill. Yes. Ja, diese Schneider. Ja. Zack, 4. Jawohl. Erstmal die ganzen Skills hochballern. Und dann ja. Nice. Sehr schön, dann Magie. Ja, weil der ist ja ein bisschen ein Caster. Okay, und bei dem anderen war er, warte schon, weil der 15 brauchte. So, kann ich jetzt die Mission anbeginnen? Captain. Ja, aber ich will jetzt eine Mission. Ich will jetzt eine Mission. Dies hier ist eine detaillierte Karte des Reiches, des Resultats der Zusammenarbeit zahlreicher Forscher des Instituts. Es handelt sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Karte, musst du wissen. Dank des Einsatzes raffinierter Technik kannst du einen Kurs festlegen, indem du einfach den Zielort auswählst, Zielort wählst. Oh, schau, ein neues Reiseziel. Wann immer du einen neuen Ort entdeckst, zu dem dich der Wolkenbrecher bringen kann, erscheint besagter Ort hier auf der Weltkarte. Und das, was da gerade auf der Karte aufgetaucht ist, ist Zirkuck, nicht, oder? Ein Wink des Schicksals. Wir sollten demnach als nächstes dorthin reisen. Zirkuck? Das ist doch die Stadt, die mitten in der Wüste liegt, oder? Genau die. Eine blühende Oase inmitten ausgedörrter Ödnis. Die Kombination aus Wüstensand und frischem, fließenden Wasser übt einen ganz besonderen Reiz aus. Doch ihr herausragendstes Merkmal ist die Arena im Zentrum. Sie ist die größte im gesamten Reich und war der Schauplatz legendärer Kämpfe. Ach, welch wunderbare Erinnerungen. Ist das nicht der Ort, an dem die großen Turniere abgehalten wurden, bei denen ihr vor vielen Jahren den Sieg errungen habt, euer Majestät? Rahaha, so ist es. Es sind eben diese grandiosen Turniere, die seit jeher Mensch und Monster nach Zirkuck lockern. Eine wahrlich geschäftige Stadt voller Leben. Was bedeutet, dass wir, falls sie auch in Zirkus ähnliche Ereignisse wie andersorts abspielen, uns auf Kämpfe vorbereiten müssen, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Das klingt nicht gut. Wir sollten uns sofort auf den Weg dorthin machen. Es ist also entschieden. Euer Majestät, wollt ihr mir die Ehre machen? Aber natürlich, maschinenvolle Kraft voraus. Wir fliegen nach Zirkuck. Nice. Die Handelsstadt Zirkuck liegt mitten in einer Wüste. Ja, direkt dahin. Zwei neue Freunde haben sich ja angeschlossen. Alena und Kyrill. Zeit an Bord von Aylas größter Erfindung, einem Luftschiff namens Wolkenbrecher zu gehen und Kurs auf das nächste Ziel zu setzen. Über die Wanderdünen. Ja. Let's go. Endlich. Ich habe jetzt 18 Minuten durchgelabert. Ein bisschen Action ist jetzt gefragt. Sind das Feinde? Da wären wir, die Tore Tirkoks. Es scheinen gar keine Monster in der Nähe zu sein. Vielleicht ist hier noch nichts passiert. Selbst dann wird es wohl nicht lange dauern. Ich habe gerade eine Nachricht vom Wolkenbrecher erhalten. Eine gewaltige Horde Monster befindet sich auf dem Weg hierher. Damit steckt unser weiteres Vorgehen fest. Wir müssen Zirkuck vor dem Ansturm bewahren. Das müssen wir in der Tat. Wir werden nicht zulassen, dass auch nur eine einzige dieser Kreaturen das Tor erreicht. Zu den Waffengefährten. Let's go. Erstmal. Oh, lol. Erlösung. Blitzableiter. Mal gucken, was. Nice, Alter. Stark. Bam. Daneben, scheiße. Saravna. Let's go. Nice, sie geht ab, Alter. Alter, die geht ja richtig ab. Ich liebe die jetzt schon. Oh, jawoll. What the fuck geht hier ab? Bam. Oh, die Tore. Ich muss auch auf die Tore achten. So. Bam. Oh Gott, das wird mega knapp. Stirb doch endlich bitte. Stirb. Oh, ein bisschen laut, ne? Oh, ich nehme das mit. Ich muss schnell zu den Toren. Oh Gott. Schnell zu den Toren. Weil das wird knapp. Die Tore werden schon angegriffen. Ja, deswegen. Herbeirufen.
Und Herai rufen. Let's go. Bam. Let's go. Die halten das schon. Oh, hier ist ein Kitzel. Hallo? Ich kann dich nicht nehmen. So, Bonk. Und ich erhalte Eisennägel, nice. Lol, wie der angeslidet kam. Okay, okay, okay. Na? Erlösung. Let's go. I comprehend. Was? So schnell schon? Alter, wie schnell sind die schon dort? Ja, ich verliere das dann, glaube ich. Ich habe doch gerade Monster platziert. Oh Gott, die sterben gerade hart. Ach, das ist ein Golem. Ja, ich verliere das leider. Ja, scheiße. Alter. Ich habe den Golem gar nicht bemerkt. Ich sollte mehr auf die Karte achten. Scheiße. Nochmal, nochmal. Ja. Ja, let's go. Nochmal. Ich sollte mich vielleicht erstmal um links und rechts kümmern und nicht irgendwie ganz hinten. Ja, 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 ja. Let's go. Das war ein sehr, sehr... Naja, kein guter Schrei. Let's go. But of course! Let's go, töte ihn. Let's go! Wait, these sands need not work against us. They will slow the progress of monster and human alike. Ist er tot? Ist er tot? Ja, aber tot. Ich habe auch keine Münze. The monsters will get bogged down too. Let's go! Let's go! Shrewd thinking indeed, brave. Bam! Then let us use these sluggish sands to our advantage. Bam, bam. If only we had some form of footwear that allowed us to move freely through the sands. Oh Lord, wie viel ist da? Bam. Okay, für gespeicherte Persönlichkeit hatte ich nicht genug Mana anscheinend. Oh, nice. Und da kommt der Golem. Faustwirbel. Let's go, Kältekombo. Wir müssen den irgendwie aufhalten. Nice. Oh, scheiße, ja. Der ist ziemlich tanky. Wolfsklaue. Sehr schön. Oh Gott, die sind ziemlich nah wieder. Bam! Lightning Conductor. Oh, nice. Lachsackmedaille. Wir sind ziemlich weit. Ich muss wechseln. Schnell wechseln. Und hier ist der Golem. Weil die kommen wieder gerade gefährlich nah. Und bam! Jawohl. Jawohl. Einfach draufhalten, einfach draufhalten. Scheiße, ich muss jetzt wechseln. Und schnell weg. Denn die sind gerade ziemlich gefährlich nah da. Oh, hier ist noch eine Kitze. Nein. Oh, ich glaube, da kommt der Golem gerade. Oh, nice. Der eine Golem ist schon mal tot. So, gib mir das. Oh, nice, Mini-Medaille. Oh, die sind ziemlich nah. Die sind ziemlich nah. Okay, hier ist kein Golem zum Glück. Direkt erstmal platzieren. Oh, Hämmerling-Medaille gefunden. So, let's go. Bam! Schnell wechseln und dann zack. So. Oh, da ist noch eine Kiste. Nochmal die Kiste. Ach stimmt, ich bin ja gerade gestorben. Bump. Gib mir das einfach. So. Oh Gott, da, die sind schon ziemlich nah. Bam. Ach komm. Komm, Zarevna. Jawohl, Alter, die ist so geil. Die rastet komplett aus. Oh Gott, die ist fast tot. Nice. Okay. Sie geht direkt erstmal. Nice. 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 Ich versuche mal da links erstmal das einzuschränken. Was macht der denn? Alter, ich bin gerade hart überfordert. Ich kann kaum reden. Schnell. Zarevna. Zarevna.
Da, Schlundwärter, wir haben dich jetzt. Komm her. Bam. Nice. Nein. Jawohl, den Fokus. Oh Gott, sind die nah am Tor. Jawohl. Schnell wechseln, schnell wechseln. Of course. Oh, scheiße, die waren an diesen am Tor. Und das nicht mal weniger. Their numbers are thinning, friends. But we shall not rest until every last fiend is defeated. Oh Gott, sind alle Ritter tot? Oh Gott. Erlösung. Erlösung. Jawohl, die letzte Welle kommt. Und die sind alle tot. Boah. Junge, der König ist so OP. So. Keine Ahnung, was die machen, aber ich benutze jetzt. Let's go. Bam. I comprehend. Bam. Bam. Sehr schön. Oh, das ist ja die nächste Gula. Let's go. Zack, und jetzt. Frosty, bam. Zarevna. Bra. Sehr schön. Na, gespaltener Kill, ich kenne den nicht. Alter, die ballert alles drauf. I love it. Ich liebe einfach ihre Kombos jetzt schon. Nice. Das schaffen wir nicht mehr. Der Goliath ist auch fast tot. Bam. Sehr schön. Und zack, Erlösung. Jawohl. Bram. Junge, das war eine geile Kombo jetzt gerade am Ende. Die sind jetzt alle weggestorben. Ach, ich kann hier rüber, ich Idiot. Guck dir das mal an. Habe ich gar nicht realisiert. Oh, einer ist am Tor. Ist ja nicht so schlimm. Zarevna. So. Deine lebt zwar noch. Obwohl, ne, der lebt hier. Sehr schön. Oh, schöner Kombo. Bam. Alter, stirb endlich, meine Güte. So, das läuft sehr gut. Oh, wir haben eine Golem-Münze. So, machen wir mal so. Ich will die Münze haben. Ja. Eine Golem-Medaille. Ja. Hoffentlich behalten wir die jetzt auch. So. Oh, du bist das. Du machst aber null Schaden, nicht wahr? Tot. Jawohl, die treten endlich die Flucht. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay. Ich sollte echt die Map unter Auge, beobachten. Losing was never an option. Yes. Zarevna ballert, teilt wirklich gut aus. So muss das sein. Kein einziges Monster mehr weit und breit. Dann können wir jetzt wohl rein, oder? Nicht so hastig. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, planlos durch das Tor zu stürmen. Ziehen wir uns zurück und arbeiten aus sicherer Distanz eine Strategie aus. Haha, ihr zwei seid unverbesserlich. Aber ein temporärer taktischer Rückzug ist gar keine schlechte Idee. Wir sollten uns ohnehin auf dem Wolkenbrecher zurückmelden. Komm schon, der Wolkenbrecher kann uns im Anschluss daran gleich hier wieder absetzen. So verlieren wir keine Zeit. Holde Eiler, du sprichst weise Worte. Wir sollten uns auf den Wolkenbrecher begeben und ausruhen, wann immer sich uns die Gelegenheit dazu bietet. Yes. Yes, indeed. Da 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 da. Da 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 da. Nice, Level 10. Und Horik Level 11, Noisy. Und wir haben ordentlich Kohle. Sehr schön. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette und bin gleich wieder da. Bis gleich. So. Weiter geht's. Taktischer Rückzug, ja. Und langsam kann ich direkt die nächste Mission angehen. Sind dir auf deinen Reisen vielleicht irgendwelche Schatzkarten in die Hände gefallen? Falls ja, sollst du einen Blick auf sie werfen. Mit ihnen lässt sich nämlich auf der Weltkarte einige erkundenswerte Höhlen finden. Rita brütet über die schleimige Karte. Rita hat den Ort Weihe Aue entdeckt. Ach, Weihe Aue. Rita brütet über der angesegneten Karte. Rita hat den Ort Forum der Flammen entdeckt.
Ritterbrüte der kolossalen Karte. Rita hat den Ort Boulevard Blöser Blicke entdeckt. Nice. Die Handelsstadt Zirkuk liegt mitten in einer Wüste. Na, wir gehen mal hier, die Weihaue. Machtprobe, Schleimsoldaten. Let's go, wir probieren es mal. Ja, wir probieren es mal. Kann ja nicht so sehr schief gehen, weil wir die direkt am Anfang schon bekommen haben. Probieren wir direkt aus. Und wir haben Sarevna. So, let's go. Oh mein Gott. Sehr viele. Sehr schön. Das sind ziemlich viele, Alter. Aber die sind wahrscheinlich nicht so stark. Ich geh mal... Alter, aber sehr, sehr viele. Holy shit. Zack. Ich räume schnell hier auf. Das ist aber irgendwie keine Höhle, merk ich gerade, ne? So. Ich gehe mal direkt mehrere gleichzeitig farmen. Okay, da habe ich weniger getroffen. Bam. Direkt umdrehen, da sammeln die sich schon wieder. Sarevna. Yes, Sarevna. Stirbt er endlich, jawohl. Jawohl. Hinten ist einer, aber der schlägt ja gleich wahrscheinlich zur Flucht. Okay, ist eine ziemlich einfache Mission, aber ein bisschen noch nervig, weil die kann man ein bisschen schwer treffen. So, jetzt wenn ich das hier hin so mache, hoffe ich, ziehe ich damit mehrere rein. Ja, nicht so viele. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir kommen jetzt gut damit klar. Bam. Sehr schön. Schöne Vorwärtsrolle. Treffen wir jetzt hier mehr? Bam. Ja, hier treffen wir nicht mal weniger. Sehr schön. Bam. Stirbt. Sehr schön. Wir räumen einfach den Ort hier ganz auf. Der einzige... Die greifen auch uns irgendwie nicht an, ne, merke ich gerade. Obwohl Rita wurde ein bisschen angegriffen. So, zack, wir räumen das hier auf. Da ganz hinten in der Ecke sehe ich den nur. Aber ist ja nicht so schlimm. Obwohl, den töten wir... Ne, den töten wir gleich. Zack. Uiuiui, die greifen an. Aber machen null Schaden, gefühlt. So, komm, Dorek. Schön erstmal hier rein und dann... Erlösung. Bam. I comprehend. Jawohl. Einfach draufhalten. Zack. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wir räumen das ziemlich schnell aus. Die sind auch schnell tot. So schlimm sind die gar nicht. Die machen gar nichts. Ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis alle tot sind. Bam. Wolfsklaue. Guck mal, hier gibt es fast keine mehr. Wir räumen jetzt einfach alle auf. Wir bräuchten aber auch, glaube ich... Ich glaube, hier wäre Eila ziemlich gut gewesen, weil die dann aus der Ferne mehrere angreifen könnte. Zack. So. Zack. Und der eine ist da rechts. Let's go. Boom. Oh, ich wünschte, ich hätte geilere AOE-Angriffe. Aber das sehen wir ja jetzt. Komme ich hier rüber? Nein, natürlich nicht. Ich sollte lieber außen rum, bevor ich es versuche. Ja, seht ihr. Alpha Wando. Alpha Wando. Wando Mando. So, komm ich hier rüber? Yes. Und... Bam! Yes, 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 yes. Sarevna. Aber ich brauche ihn hier. Weil er kann ziemlich gut alle ranziehen. Und jetzt. Bam! Ja, guckt euch mal an, wie schnell die alle gestorben sind. Oh, lol. Ein Trupp taucht auch. Okay, dann töten wir erstmal die hier. So, die sind tot. I comprehend. I comprehend. Bam. Die sind ja alle nach einem Hit tot. Bam. Jawohl. So, Dorek. Dorek. Da, die sind gerade so schön gestackt. Dorek, Dorek, Dorek. Oh Gott. Tu es, Dorek, tu es. Bam. Jawohl, das war geil. Sehr schön, Dorek. Oh, nochmal.
Nice. Ich schütte aber erstmal den in der Ecke, der geht mir jetzt auf den Sack. Der denkt, der könnte ja entkommen. Aber nein, wir haben ihn schon die ganze Zeit gesehen. Der ist aber schön versteckt. Oh no, es tut mir leid und stirbt. Bam, tot. So, Dorik, halt dich schon mal bereit wieder für deinen geilen Skill. Let's go. Bam, bam. Dorik. Ja. But of course. Da sind die schon, Dorik. Erlösung in 3, 2, 1. Oh. Bam. Jawohl. War nicht so geil wie gedacht, aber egal. Zack. Zarevna. Noch mehr, Alter. Das ist eine lustige Challenge. Buff. Okay, sind die alle tot? So, Dorik. But of course. Junge, ich muss die ganze links und rechts laufen. Hoffentlich sind die hier nach zu Ende. So, let's go. Und Erlösung. Bam. Oh, das tut jetzt gut. Oh, yes. Bam. Nein. Ihr kommt nicht weg. Alle werden getötet. Jawohl, wir haben's. Alter, war das ein bisschen lange. Qualitätszeit haben wir sehr viel erhalten. Phew. We did it. Yes, we did it. Sehr schön. Da haben wir schon mal die erste Höhle geschafft. Oder den ersten. Ja doch, die erste Höhle war es ja. In Anführungszeichen Höhle. Sehr schön. Und wie viel Kohle haben wir gekriegt? Nicht viel. Ist aber nicht so schlimm. Machen wir direkt das nächste. Ich will am Anfang erstmal direkt alle Höhlen hinter mich bringen. Zack. Doch. Forum der Flammen war das zweite. Machtprobe, grüner Drache. Das wird jetzt, glaube ich, schwer. Wir probieren es trotzdem. Let's go. Wir machen's. Ich bin schon gespannt. Drachen sind immer geil zu bekämpfen. Ui, schönes Ding. Und Dorik. Bam. Bam, und jetzt alles auf uns. Blitzableiter. Bam. Alles drauf, Junge. Alles drauf. Jawohl. Alter, wie schnell das geht. Kältekombo. Alter, das war ein Speedrun. What the fuck? Das war wirklich gespeedrunnt. Sollte man das Spiel vielleicht ein bisschen leiser machen, aber nur ein bisschen. Ja, die hauen ab. Aber die kriegen wir vielleicht noch. Alter, 30 Sekunden nur. Vielleicht geht's später schneller. Nice. Das nehmen wir noch. Hier geht's nicht weiter. Ja, eine Truhe ist erschienen. Okay. Dann schauen wir mal die Truhe an. Die Truhe. Und da ist... Upsala. Was ist das? Stark angesenkte Karte erhalten. Nice. Da haben wir wahrscheinlich noch mehr Höhlen. Sing for joy, friends! Victory is ours! Yes. Sehr schön. Ja, das ging ziemlich schnell. Ich hätte gedacht, der Kampf würde jetzt ein bisschen länger gehen. Aber ja, wir haben ziemlich hart gerusht. Und ja, nicht so viel Kohle. Wir werden jetzt, glaube ich, schon einen neuen Ort freischalten. Das ist in der Tat eine sehr interessant aussehende Karte, die du da hast. So eine wie die habe ich noch nie gesehen. Ich werde ein bisschen brauchen, um mir einen Reim darauf zu machen. Ich werde die Weltkarte aktualisieren, sobald ich diese hier entschlüsselt habe. Ah, okay, da braucht er etwas. Direkt dann zum Boulevard der Ablösenblicke. Türkiser Titan, türkischer Titan, let's go. Let's go. Machen wir, der türkische Titan. Ja. Oh, er ist das.
Der war ein bisschen scheiße. Let's go. Kälte-Kombo. Bam, Wolfsklaue. Blitzableiter. Okay, das macht nur Schaden, so. Wir müssen schnell töten. Oh ne, das wollte ich gar nicht machen. Haben wir überhaupt Kanonen? Ich weiß gar nicht. Fliegende Faust. Nice. Alter, Seidelfner geht ab. Uiuiui. Seidelfner. Jawohl. Nein. Oh Leute, das war falsch. Ich will eigentlich anvisiert haben. Nein. Scheiße, der ist durch das erste Tor schon mal. Haben wir... Ah, da sind Kanonen, ich Idiot. Da sind Kanonen. Schnell zur Kanone. Ich dachte, die werden auf der Karte angezeigt, aber wohnen die einfach nicht. Egal. Kyrill, let's go. Renn, Kyrill. Und baller. Abfeuern. Kyrill. Bam, in den Hinterkopf. Bam, ins Auge. Und nochmal ins Gesicht. Let's go. Ich muss von der anderen Seite hoch. Haltet die auf, haltet ihn auf. Ich sprinte schon mit Kyrill. Go, 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 go. Seraevna wartet auf dich, mein Boy. Du stehst auch auf sie, oder? Ich aber auch, aber mach dir keine Sorgen. So. Ins Gesicht wieder. Ey, Junge. Einmal. Scheiße, das war nicht so gut. Zweimal, das war gut. Dreimal, oh. Okay, let's go. Bam. Alles drauf, alles drauf, alles drauf. Oh fuck, nicht das. Frosty. Jawohl, alles drauf, alles drauf. Der liegt auf dem Boden, der liegt auf dem Boden. Bam. Kälte-Kombo. Haha. Bam, nochmal. Nice. Lightning Conductor. Alles drauf, alles drauf, alles drauf. Nein. Okay, Kyrill. Let's go, Kyrill. Ich brauche eine Rakete. Ach, Rakete, sag ich schon. Wieder eine Kanone. Da ist einer. Schnell, schnell, Kyrill. Kann ich eigentlich auch irgendwie, Befehle geben, dass sie den bekämpfen sollen? Okay, nee, das ist noch viel zu früh. Oh, scheiße, ich hab aus Versehen geschossen. Jetzt ist er da. Okay. Ich hab viel zu früh geschossen aus Versehen. Ich wollte eigentlich rausgehen, aber ich muss ja nochmal was anderes drücken. Bam, ins Gesicht. Bam. Let's go. Frosty. Fliegende Faust. Jawohl. Einfach alles drauf, Alter. Alles draufhalten, Sadevna. Oh nein. I comprehend. Let's go. So. Uiuiui, wurden wir weggeklatscht. Sadevna. Ich halte einfach nur alles auf ihn drauf, weil ich will nicht, dass wir sterben. Oh Junge, werde ich weggetreten. Junge. Schnell, einmal so umdrehen. Kamera drehen, Kamera drehen und zack, stirbt durch alle, durch Erlösung. So, sehr schön. I comprehend. So, haben wir noch eine andere Kanone? Nein. So, let's go. Keine Ahnung, was der macht, aber let's go. Der Gigant auf Half-Life nur. So, nice. Drei Schüsse wieder. Einmal. Okay, das war kein guter Aim. Das war aber gut gezielt. Bam! Und jetzt let's go. Let's go! Blitzableiter. Oh, fuck. Ich drück immer... Egal. Oh, nein. Seidelfner. Werde ich okay? Sehr schön. Bra! Alter, der ist auch so ultra-tanky. Jetzt reicht es. Jawohl, Seidelfner. Einfach draufhalten, einfach draufhalten.
Und dein Name ist drauf. Bam. Jawohl, Zarevna. Ja. Nice, Junge. Das ist so geil. Nochmal drauf. Bam. Und dann nochmal die Combo drauf. Oh, jawoll. So geil. Jawoll, Alter. Alles drauf. Jawoll. Löwert? He got away! Here we go! Alter, das ist so eine geile Kombo gerade. Und ich liebe ihre Haare so. Nochmal alles drauf. Einfach alles drauf, Alter. Jawohl. Bam. Ich liebe es. Oh ja, das hat alles so schön reingeballert. Okay, Türe wieder. I comprehend. Oh nein, wir dürfen wieder draufhauen. Der ist ja auf dem Boden. Bam. Bam. Alter, wie schafft das wirklich? Holy shit, wie geil. Wie geil ist das denn? Nur ein Gemetzel, Bam! Oh, wir haben ihn getötet. Hab ich gar nicht bemerkt. Brrra! Wir haben ihn fast. Schnell, schnell, schnell. But of course! Schnell, ich hoffe, ich kriege noch einen Schuss ab. Dreh, 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 dreh. Hier, nice. Ich muss den Kopf treffen. Jawohl. Auch wenn das nicht der Kopf war. Das auch nicht. Er hat mich aber bemerkt. Bam! Zack! Alles draufhalten. Oh, keine MP mehr. Oh, oh. Bam! Zack! Komm schon, komm schon. Oh, Leute. Fast tot. Zarevna! Alles drauf, Zarevna. Jawohl, Zarevna. Alles drauf, alles drauf. Brrra. Jawoll. Alter, das sieht geil aus. Alter, Zarevna, so geil. Bam, tot. Okay, das war episch. Das war ziemlich episch. Und die restlichen wollen abhauen. Aber nicht mit mir. Bra! Und zack! Jawoll! Okay, das ist so geil. Oh, eine Truhe ist erschienen. Renn Alena Zarevna, keine Ahnung, ob das der deutsche oder englische Name ist. Bong, bong, bong. Da ist. Der rote Truhe. Upsala. Und da ist was drin? Super kolossale Karte. Ja, nice. Sehr schön. So, eine Story-Mission mach ich noch. They are finished? I am merely beginning. Yes. Das Spiel ist echt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Damals hatte ich ein bisschen Probleme noch damit gehabt, aber jetzt. Jetzt gefällt es mir sogar mehr. Sehr schön. Dö. Nice. Ist jetzt endlich Dorik. Ich glaube, der hieß sogar Dorik, ne? Ja, endlich. Ich wollte den Meteor-Skill haben. Ja. Und ich glaube, der braucht ein bisschen MP dafür dann. Oder weißt du, was ist das? So, weil wie viel braucht der?
Schild ja nicht mehr. Egal, dann geben wir trotzdem mal ein bisschen mehr MP. Zack. Sehr schön. Rita. Ja. Nehmen wir. Sehr schön. Ayla. Nö. Na, geben wir das ihr mal. Ich sollte auch mal nur für Ayla-Skills mir anschauen. Nee. Ja, nee, egal, wir machen doch erstmal das hier. Ein besonderer Effekt haben wir ja noch nicht. Dann nehmen wir was Simples. Ja, ich muss dann was Simples nehmen. Ich nehme LP. So, und Lucian. Der kann das noch nicht erlernen. Okay. Sehr schön. Dann speichere ich mal kurz und gehe dann zu der nächsten Mission rüber. Welcome, child. Let us pray. Yes. Ja, will ich. Will ich. Zack. Und wir haben jetzt. Wir sind jetzt fast genauso weit wie beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht, aber ich schätze mal so 10 Stunden. Nein, ich will noch nicht. Ich will noch eine Mission machen. So, und dann gehen wir mal. Diese Grotte führt in. Wollte ich schon sagen. Dann hier zu Zirkuk. Let's go. Audienz beim Bürgermeister. Let's go. Zirkuk. Oh, da ist ja jemand schon. Die Stadt ist in 3 Bezirke unterteilt. 2 davon, der östliche und der westliche, bilden die eigentliche Stadt, während der Norden die Arena beherbergt. Zum Westen gibt. Oh, seht dort, ein einzelner Mann kämpft im Alleingang gegen Monster. Uff, der Bürgermeister. Euer Majestät, seid ihr es wirklich? Na, wenn das nicht der Bürgermeister dieses sonnenverwöhnten Kleinods von einer Stadt ist, dann doch sag mir, alter Freund, warum bist du auf dich allein gestellt? Ich habe mich dem Angreifer in den Weg gestellt, um meiner Bürgerin die Flucht zu ermöglichen. Doch, och, welch Schande. Für die Stadt an sich konnte ich nicht viel tun. Unsinn, deine geliebte Stadt steht immer noch und deine Entschlossenheit sieht, sie bis aufs Blut zu verteidigen, ist Beweis deiner absoluten Hingabe. Du bist ein Vorbild für uns alle. Doch nun solltest du dich zurückziehen und es uns erlauben, an deiner Stadt die Verteidigung Zirkus zu übernehmen. Let's go! Charge! Bam! Okay, let's go! Bam! Bam, Junge! Okay, was macht der hier? Bam! Alter, okay, der ist tot. Sehr schön, endlich. Oh, von rechts kommen welche. Schnell, 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 schnell. Ich muss hier rechts verteidigen. Go, Kyrill, go, Kyrill. Bam. Lightning Conductor! Zack, der Bürgermeister darf nicht sterben, Alter. Oh Gott. Alter, das ist ein bisschen hart. Ich brauche ihn wieder. But of course. Alter. Die brechen ja langsam alle durch. What the fuck, Alter? Ist das nicht ein bisschen zu schwer? So, bam. Die. Sehr schön. Kyrill, let's go. I comprehend. Ich muss da schnell durch. Lightning Conductor. So, wir kämpfen uns ein bisschen weiter vor mit sehr viel AOE-Schaden. Oh, nice, jetzt schon. Bam. Okay, der Bürgermeister muss irgendwie überleben. Ich muss den Schundwert hier unbedingt töten. Oh Gott, der Bürgermeister. So. Scheiße, die sind ziemlich nah beim Bürgermeister. Okay, der Schundwert ist fast tot. Wo ist er? Oh, schnell wechseln.
Ist jetzt tot, der Schlundwärter? Nein, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da! Bam! Jawohl. Jetzt schnell zum Bürgermeister wieder. Zack. Let's go. Schnell, renn, 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 renn. Der Bürgermeister, der Bürgermeister, der Bürgermeister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm mich mit. Alter, was geht hier ab? Zack. Oh, oh, der Bürgermeister. Nice. Sehr schön, tot. Oh, zweiter Golem, nice. Oh, was für ein Schleim ist das? Okay. Oh Gott, von unten wieder. Ich brauche Dorek. Dorek, Dorek ist vergiftet. Oh Gott. Bam. Sehr schön. Und königlicher Koller. Bam. Einfach alles draufhallen. Alter. Wie das hier abgeht. Ich muss noch drei von diesen Scheißdingern töten. Oh Gott, vergiftet. Got it. Kann ich hier überhaupt eigentlich Items benutzen? Nichts passiert, nur ein Kratzer. Oh Gott. Oh, oh, Kyrie ist fast tot. So. Alter, what the fuck. Was ist denn mit Kyrie los? Wo ist der? Da. Junge. Schnell zum Schlundwärter. Let's go. Hoffentlich überlebt das der Bürgermeister. Bam. Bürgermeister, überlebt bitte. Ich muss hier gerade den Schlundwärter töten. Damit wir jedenfalls die Scheiße hier verringern. Jawohl. Jetzt schnell zum Bürgermeister zurück. So. Sprinte, sprinte, sprinte. Ja, sehr schön. You two enjoy to compete at celebrations of violence? We must enter together, your majesty. Oh Gott, wo ist der? Da, sehr schön. Da guckt er. Oh Gott, das sieht gerade so schön aus. Und Erlösung. Jawohl. Und nochmal. Uiuiui. Nein! So, wiederbeleben, wiederbeleben. Beim Bürgermeister. Beim Bürgermeister. Alter, was passiert denn da? Wie schnell brechen die durch? Wo ist denn der scheiß Golem? Oh lol, der andere Golem ist da durch. Stirb einfach. Hier kommt die letzte Welle. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ist das heftig. Let's go. Ist das unser? Ja, ist unser. For King and Country, hört sich gut an. I comprehend. Alter, da kommen die ganzen... What the fuck? Oh, schnell rüber. Junge, was passiert denn da? Alter, ich hab's gleich. So. Zarevna. Du schaffst das. Die letzte... Das ist nur die letzte Welle. So. Bam. Sehr schön. Junge, was... Wieso kommen die alle da durch? Oh, ich muss wieder schnell clearen. Hole. Let's go. Oh Gott, da kommt jetzt... Da kommt eine Masse an. Bam. Jawohl. Nice, heal. Bam. Okay, wir haben es gleich. Lightning Conductor. Und schnell zurück, weil die sind ziemlich nah gerade. Ja. Schön. Daneben, scheiße, egal. Bam. Nein, Bürgermeister. Junge, was passiert da? Junge, stirb mir nicht weg, bitte nicht. Junge, die kommen da ganz viel zu nah. Nice, tot, oder? Nein, noch nicht. Alter. Dorek.
Bam! Junge! Oh, was für eine Scheiße! Nein! Alter, die kommen gerade viel zu nah. So, jetzt. Let's go. Dreck. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss irgendwie aufräumen. Jawohl. Bisschen aufgeräumt. Aufladen, aufladen, aufladen. Und ein Super Saiyajin. Sehr schön. Sehr schön. Bam. Er ist draufhalten. Bam. Jawohl. Alter, das war gerade so close. Dorek. Nice. Dorek, geh raste aus. Raste aus. Bam. Oh, jawohl. So geil. Jawohl. Und raste nochmal aus. Und Ende. Jawohl. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay, das war close, Alter. Holy shit, war das knapp. Okay, das war schon geil. Huzzah, the day is ours. Hurra, Freunde, der Westteil ist unser. Gute Arbeit, alle miteinander. Bürgermeister, hast du etwas zu sagen? Euer Majestät, erlaubt mir euch, um euren Gefährten im Namen Zirkuks unseren tiefsten Dank auszusprechen. Ihr habt unsere geliebte Heimat vor dem sicheren Ruin bewahrt. Haha, Bescheidenheit ist fehl am Platz, alter Freund. Schreite hoch erhobenen Hauptes durch die Stadt. Zirkuk kann stolz sein, einen Bürgermeister wie dich zu haben. Doch lasst uns nun zum Wolkenbrecher zurückkehren und eine Strategie zur Rückeroberung des Ortsteils ersinnen. Bürgermeister, erweist du uns die Ehre deiner Gesellschaft? Zum Wolkenbrecher, euer Majestät? Ja, du hast richtig gehört. Wolkenbrecher, die stolze fliegende Festung, die wir zu unserem Heim- und Hauptquartier erkoren haben. Man wird deine Wunden dort gut versorgen. Es wäre mir eine Ehre, euer Majestät, wenn ich euch dorthin begleiten dürfte. Nice. Cutscene? Ne, keine Cutscene bis jetzt. Euer Majestät, ich danke euch, dass ihr uns zur Hilfe gekommen seid. Wärt ihr nicht gerade noch rechtzeitig erschienen, so wäre das Schicksal Zirkuks und somit auch meines ohne Zweifel besiegelt gewesen. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, Freund. Dass du es geschafft hast, die Stadt ganz alleine zu halten, grenzt an ein Wunder. Hätte ich selbst nicht besser machen können. Aber Zirkuks noch nicht außer Gefahr. Wir müssen umgehend die verbleibenden zwei Distrikte befreien. Der Ortsteil und die Arena sind weiterhin in der Hand der Monster. Yes. Euer Majestät haben recht. Ich habe bereits eine passende Strategie ersonnen. Als erstes sollten wir die Gunst der Stunde nutzen und uns den Ostteil der Stadt vornehmen und dort... Hieß es nicht gerade, dass wir keine Zeit zu verlieren haben? Keine Sorge, Bürgermeister, wir kümmern uns darum. Die Monster werden ihr blaues Wunder erleben. Mit welch tapferen Rettern wir doch gesegnet sind. Erlaubt mir euch diese hier als Zeichen unserer Dankbarkeit und als Anerkennung eurer Fähigkeiten im Kampf zu überreichen. Heiliges Bata, heilige Heilungssteine. Heilungssteine? Was ist das? Ich vergaß, ihr beide seid mit diesen Wunderwerken nicht vertraut. Wie der Name schon vermuten lässt, wohnt diese Steine mächtige regenerative Kräfte inne. Ein Heilungsstein kann nicht nur deinen eigenen, sondern auch die Wunden deiner Verbündeten heilen. Klingt in der Tat so, als wären sie hilfreich. Bürgermeister, seid ihr da sicher? Sie sind doch bestimmt äußerst wertvoll. Zirkuk steht zu tief in eurer Schuld, als dass sich diese mit solchen Kinkerlitzchen begleichen ließe. Zudem werdet ihr sie benötigen, wenn ihr die anderen Distrikte zurückerobern wollt. Nice. 2 Level für Rita, eine für Alena, Dorek, Grill. Nice. Sollte man vielleicht irgendwann mal die anderen auch trainieren. Aber, ja. Das war eine kurze Runde. Ich versuche heute weiter zu zocken. Ich versuche immer Schritt für Schritt daran vorbei, an dem Spiel durchzukommen. Und hoffentlich dann auch bald durchzuhaben. Das macht bis jetzt mega Spaß. Aber alles Gute braucht auch ein Ende.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.